Frau und Mann und unsere Körpersprache. Wir unterscheiden uns ja sehr stark. Es gibt viele Signale, die wir so als typisch weiblich einschätzen und manche sind so richtig männlich. Warum unterscheiden wir uns? Gleich vorweg, nicht weil wir es müssten. Es gibt keine körperliche Indikation, dass Männer und Frauen sich in der Form unterscheiden müssten, wie wir es tun. Wir Menschen haben ein Problem. Von Geburt an unterscheiden wir uns nach außen hin sehr wenig im Geschlecht. So wenig, dass wir unsere Babys sogar farblich kodieren müssen. Mädchen rosarot, Jungs blau. Ab der Pubertät übernimmt das auch die Kleidung, aber vielmehr die Körpersprache. Von dem Moment an wollen junge Frauen ja nur weiblich wirken und Jungs, alles muss männlich sein. Das heißt, wir unterscheiden uns nicht, weil wir es müssten, sondern weil wir es wollen. Und viele dieser Signale manifestieren damit, zu welchem Geschlecht wir uns zugehörig fühlen. Bestes Beispiel dafür ist Conchita Wurst. Jeder weiß, es ist ein Mann. Sie trägt sogar einen Vollbart und trotzdem ist sie in unserer Wahrnehmung eine Frau. Warum? Weil ihre Körpersprache so unglaublich grazil und weiblich ist. In der Folge schauen wir uns einige Beispiele an, wo sich Männer und Frauen in ihrer Körpersprache deutlich unterscheiden.